Hallo und herzlich willkommen hier zur 27. Folge von Transport Fever auf MikeWoHazard TV. So, in der letzten Folge haben wir hier ein bisschen was abgerissen und wir wollen hier ein bisschen umbauen und das machen wir auch. Ihr seht, ich habe hier die ganze Ecke abgerissen, aber wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, dann habt ihr das natürlich auch schon längst gesehen alles. Und ich quassel mir hier den Mund fusselig, obwohl das gar nicht erforderlich ist. So, leider ist das die maximale maximale Geschwindigkeit bei diesem Radius. Das ist leider schade, aber später gibt es Hochgeschwindigkeitsgleise und da können wir hoffentlich ein bisschen zügiger fahren dann. So, wir brauchen noch eine Weiche, fällt mir auf. Haha, wir müssen ja erstmal hier noch eine Kreuzung machen. So, ist mir jetzt egal, wie das hier angeschlossen wird. Ich will es angeschlossen haben, dann ist gut. Und so, und dann machen wir erstmal hier ein schönes Parallelgleis und dann können wir hier hoffentlich jetzt eine schöne Kreuzung legen. Und da hinten ist die Weiche zu Ende. Fangen wir hier an mit einer Kreuzung. So, na, haben wir ja fast. Ne, da haben wir bis 50. Egal, kriegen wir hin. Alles. Machen wir alles schon irgendwie, wa? So, aber Gegengleis auch gleich raufkriegen? Wahrscheinlich nicht, wie ich das hier kenne. Kennen wir das natürlich wieder nicht. Und es geht natürlich nicht, wäre klar. Warum auch? Gut, das wäre ja auch zu einfach gewesen, ne? Wenn es sofort beim ersten Mal funktioniert hätte, das wäre ja mal ein Wunder gewesen, quasi. So, gut, dann letzten war das Gleis nochmal neu und setzen das zweite, geht natürlich auch nicht. Gut, dann müssen wir gucken, dass wir die ein bisschen besser parallel kriegen hier, die Gleise, der zickt ein bisschen rum. Gut, nochmal weg und wir haben noch 4,5 Millionen, also ein bisschen Geld haben wir ja noch. Ja, machen wir einen erhöhten Bahndamm hier, so einen kleinen. So. Ja, ich weiß, ich gehe jetzt erstmal ganz gerade raus hier, aber das ist dann halt so. So, auf dem Stück hier, ab hier, sollten wir definitiv eine Kreuzungsweiche ohne Probleme hinbekommen. Eigentlich, mal gucken. Man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie, aber. Steigung zu groß, ich glaube es. Also, das mit der Kreuzungsweiche, lieber Entwickler, ne? Das mit der Kreuzungsweiche, das funktioniert nicht so gut, ne? Also, da gibt es meiner Meinung nach ständig, ich habe zumindest gefühlt ständig Probleme mit einer Kreuzungsweiche, ne? Immer wenn ich eine bauen will, geht das nicht. Vielleicht sollte ich sie auch nicht ganz so lang gezogen machen, vielleicht geht das dann besser. Ne, Steigung zu groß. Ja, weil er immer das dann anpassen will in der Höhe, ne? Und er tut das nicht gerade lassen. Er will irgendwie. Irgendwie macht er mit der Steigung hier rum. Und das ist natürlich dann suboptimal. So, versuchen wir es nochmal. Nein, wieder als Weiche raus. Machst du es gar nicht erst? Okay. Dann versuchen wir mal da nochmal. Ne. Steigung zu groß. Er will hier einen Gleis hochsetzen und das klappt natürlich nicht. Das soll er ja auch nicht. Und er soll mir auch nur eine Gegenweiche hier reinsetzen. Ich finde diese Kreuzungsweichen an sich ja wunderbar, ne? Aber die müssen nur funktionieren. Ich muss sie nur auch bauen können. Das ist der Punkt. Wenn ich sie nicht gebaut kriege, dann ist es schrecklich. Wir schaffen es noch. Irgendwann schaffen wir es. Irgendwann haben wir einen Punkt erreicht, wo wir es hinkriegen. Nur anscheinend nicht mehr in der Folge, wer weiß. Also vielleicht brauchen wir die ganze Folge, um hier einen Kreuzungsweich einzubauen. Ich kann es euch nicht sagen vorher, ich weiß es nicht. Möglich wäre es, ja. Er kommt immer wieder mit Steigung zu hoch. Ne, es ist unglaublich. Wirklich, unglaublich. Doch, da geht's. Ha! So, jetzt haben wir endlich eine Kreuzung. Wahnsinn. So. Das heißt, wir haben jetzt alle vier angeschlossen. So, jetzt machen wir hier nämlich einen etwas weiteren Bogen und dann. So, dann machen wir hier jetzt Problem ist, desto größer, desto enger der Bogen, desto langsamer können wir fahren, ne? Und wir wollen ja nicht zu langsam fahren. Macht ja sonst auch keinen Sinn, wenn wir zu langsam fahren. 60 ist auch nicht gerade der Knüller, aber besser als 46 auf jeden Fall. So, genau, hier nehmen wir mal diese wunderbaren Gleise hier weg.
ja hier richtig schick gebaut haben eigentlich. So. Und jetzt ziehen wir die hier erstmal. So, jetzt haben wir eine Länge. So. Nee, warte, machen wir da. An dem Gleis. So, dann können wir wahrscheinlich erstmal hier parallel ziehen noch ein Stück. So, und dann nehmen wir das Gleis erstmal da ran. Ja, den Knick, den er jetzt hier wieder macht, der gefällt mir nicht. Ja, so ist besser. So, so ist der Bogen besser. So, da haben wir einen Anschluss, hoffe ich doch. So, ab hier fängt die Umleitung an. Lustigerweise. Wie gesagt, alles, was jetzt neu gebaut wird, bekommt automatisch von mir eine Oberleitung verpasst. Und so, dann hätten wir schon mal das wieder angeschlossen. Hier muss nur noch mal ein Wechsel wieder rein, ein Gleiswechsel. Genau, dass wir einfach auf die andere Trasse rüber wechseln können. Genau wie ich das da vorhin hatte. Sowas hätte ich gerne. Mach doch ordentlich. Siehst du mal eine ordentliche Weiche raus, bitte? Er mag mich nicht. Jetzt hat er eine ordentliche Weiche rausgezogen, aber jetzt macht das nicht herüber. Versuchen wir es mal von hier. Starten wir mal hier. Und ziehen es mal. So, so hätten wir es drin. So würde es passen. Da ist eine Kollision. Das ist ein komisches Signal wieder im Weg. So, gucken wir mal, ob uns das gefällt. Können wir so lassen. So, jetzt brauchen wir natürlich das Level für das zweite Gleis auch nochmal. Das muss auch nochmal hier rüber. So, hätten wir auch. Und wenn wir schon dabei sind, dann machen wir mal hier kurzes Upgrade. Ja, beim Upgrade, da ruckelt das massiv. So, jetzt sehe ich, kommen wir durch den Dampf hier. Wieder mal weg, nach außen drehen. So. So, ich werde jetzt natürlich nicht gleich die ganze Strecke hier upgraden, aber mir geht es nur darum, vielleicht die Querverbindung hier noch, hier quer rüber. So. Und von da auch wieder zurück, genau. So. Lassen wir es erstmal dabei beim Upgrade. Upgraden machen wir auch nochmal, nämlich. Und, so, das hätten wir dann also schon mal, weil hier müssen wir bestimmt wieder die Brücke abreißen, um den Oberleitung lang zu legen. Ich glaube, das hatte ich so, aber das mussten wir machen. So, jetzt hätten wir das schon mal neu angeschlossen. So, das habe ich gesagt, das tue ich im Offscreen nochmal neu anschließen. Hier den ganzen Bahnhofsgedöns von dem zentralen Güterbahnhof und ob ich den überhaupt verwende. Das muss ich nochmal gucken, ob ich das überhaupt mache. Ich habe das nämlich getestet gehabt, denn wie gesagt schon, und ja, ich meine, ja, es hat funktioniert, was ich wollte, aber bauen nicht möglich. Ich will auch abreißen und nicht bauen, du Honk. So, wir brauchen jetzt natürlich noch ein Gleis, was in... Brauchen wir das eigentlich überhaupt? Dass so doch was in diese Richtung geht. Um gegebenenfalls später vielleicht nochmal mit Stahl da ranzukommen. Und ja, das kriegen wir auch noch hin. So, genau, machen wir mal. Ne, ich will jetzt bauen. So, und zwar würde ich gern, hoffentlich geht das, hier raus. Genau. So, und jetzt daneben auch raus. Genau. So. Ist das nicht mehr ganz so enger Winkel alles hier. So, jetzt schließen wir, wenn es geht, direkt hier drüben an. Steigung zu groß. Ach komm, Steigung. Welche Steigung denn? Ja, da ist mir der Radius so blöd. Warum will er das denn jetzt nicht parallel setzen hier, ne? Nur hier vorne will das machen, da, ne? Woanders nicht. Ist auch ja geil. Machen wir mal selber was. Wenn ihr Shift gedrückt hättet, dann könnt ihr auch dieses eine Rasten hier abstellen quasi. Wenn ihr Shift gedrückt haltet. Ich will jetzt einfach mal, dass er das nicht einrastet. Obwohl, eigentlich kann er das ruhig mal kurz einrasten. Einmal kurz. Haut mal, jetzt geht es plötzlich, ne?
viel parallel komme. So, 455, 56, ich gucke noch die Geschwindigkeiten. Ja, naja, 56 ist nicht gerade der Knüller, aber... Gibt Schlimmeres. Gibt schlimmere Geschwindigkeiten. So, jetzt ziehen wir hier ein kleines Stück parallel. Ich will immer so ein bisschen Pufferzone haben, damit ich da auch später noch ein Gleis reinlegen kann. Also Quatsch, damit ich ein Gleis reinlegen kann, damit da ein Zug drin fahren kann, ohne... Also da drin stehen kann in dem Bereich, ohne andere zu blockieren. Und darum geht es dann immer. So, jetzt ziehen wir hier die Weiche jetzt rüber auf die andere Seite. Schließen das somit an. Und so. Haben wir das auch? Ich weiß nicht, die Routen sind jetzt bestimmt gestört. Alle, die hier hinten lang fahren würden. Genau, Frequenz ist 0. Ihm fehlt nämlich eine Haltestelle. Yonkers Süd war seine vorherige Haltestelle. Und die ist nicht mehr da. Ist aber kein Problem. So. Anbau West. Wartet mal, Anbau ist da hinten, ne? Danach kommt West und dann kommt dieser da. Yonkers Nebengleis. So, aber wir werden, wie wir es jetzt angefangen haben oder wie ich es angefangen habe zu machen, wir werden jetzt überall entsprechend hier Wegpunkte setzen an den Gleisen immer und dann selbst bestimmen, welche Linie auf welches Gleis zu fahren hat. Das ist irgendwie dann doch umgänglicher, sagen wir mal so. Wir müssen eh noch gleich Signale setzen und so, er hat jetzt Anbau nach West und nach West soll er hier hinfahren, aber bevor er dahin fährt, soll er über diesen Wegpunkt fahren und dann dahin fahren. So, dann hat er nämlich jetzt fest das Gleis außen, also Gleis 1, sagen wir einfach mal, ist jetzt seins. Die werde ich noch alle benennen hier denn, Gleis 1, Gleis 2 und so weiter. So, dann könnte der schon mal wieder fahren. Machen wir doch gleich mal hier, so. Das ist, wie heißt denn der super tolle Bahnhof? Yonkers Nebengleis. Das ist Yonkers. Wartet mal. Werkzeug, Bahnhof, Gleis 1. So. So, damit ist die Route schon mal wieder lauffähig. Die fährt denn, die kann schon wieder fahren. Jetzt haben wir noch die hier, Werkzeug nach New York. Die sollte ja von New York City Nord nach Yonkers Süd. Das wird sie aber jetzt nicht mehr tun, logischerweise. Und sie wird dann über Gleis 4 fahren nach Yonkers Nebengleis. Über Gleis 4 und der Zug nach Yonkers, der fährt... welcher muss weg? Yonkers Süd muss weg. Und er wird dann nach Nord entsprechend denn auf Gleis 3 fahren. So. Wo haben wir die Linien schon mal wieder alle zugeordnet, dass die auch wieder alle fahren können. Und theoretisch, ein paar Signale wären noch ganz sinnvoll. Dann könnten wir gleich wieder laufen lassen, das Ganze. So, hatten wir das letzte Signal. Hier müssen wir mal ein bisschen Signale aufräumen hier. Weil wir hier die Gleise ein bisschen geändert haben, nehmen wir mal ein paar Signale weg erstmal und platzieren hier ein bisschen was neu. Ah, wo ist es das? So. Und ja, das kann da schon bleiben. Das nicht. Obwohl, das nehmen wir auch erstmal weg. Setzen wir in dem Bereich die Gleise, die Signale komplett neu. So, aber die Signale setzen wir erst in der nächsten Folge neu, denn diese Folge ist schon wieder zu Ende. Ich werde im Offscreen jetzt mal schnell die Gleisten benummern hier, umbenennen und werde den Bahnhof auch in Werkzeugbahnhof quasi umbenennen. Und ja, würde mich sehr freuen, euch dann morgen am Mittwoch wieder zur nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Und falls ihr uns immer noch nicht abonniert haben solltet, abonniert uns doch bitte. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr von Transport Fever, von Landwirtschaftssimulator, von Stardew Valley oder auch von Planet Coaster, was der Bio ab und zu mal macht. Oder auch von mir demnächst von einem weiteren Projekt, was wahrscheinlich in der nächsten Woche starten wird.
bedanke mich, dass ihr da wart. Wie gesagt, hoffe, ihr hattet Spaß und würde mich sehr, sehr freuen, euch morgen wieder begrüßen zu dürfen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen, lasst einen Kommentar da. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr natürlich auch einen negativen Daumen da lassen und natürlich auch ein negatives Kommentar reinschreiben. Wird alles nicht gelöscht, bleibt drin, solange ihr nicht beleidigend werdet, bleibt das alles drin. Ich würde mich freuen, euch, wie gesagt, morgen begrüßen zu dürfen und sage ciao, tschüss und bis morgen. Tschüss!